Hallo und herzlich willkommen bei Home with Olympus. Wir liefern euch Freihaus, Ideen für Fotoprojekte, die man zu Hause realisieren kann. Und heute an der Reihe ist Thomas Adorf und er wird euch zeigen, wie man nachts den Sternenhimmel fotografieren kann und wie euch die Olympus-Kamera dabei hilft. Schaut mal rein. Hallo zusammen, mein Name ist Thomas Adorf und in diesem heutigen Video möchte ich euch gerne zeigen, was ihr alles fotografieren könnt, während ihr zu Hause seid. Habt ihr schon mal probiert, von zu Hause aus den Sternenhimmel zu fotografieren? Der eine oder andere hat vielleicht einen Balkon zu Hause, einen Garten oder kann sogar beim Abendspaziergang mal kurz raus vor die Tür gehen und ihr werdet sehen, es lohnt sich dort tolle Sternaufnahmen zu machen. Was man dabei alles beachten muss und wie man das Ganze einstellt, das möchte ich euch in den nächsten Minuten gerne zeigen. Natürlich gibt es beim Fotografieren des Sternenhimmels auch einige Dinge zu beachten. Zum einen solltet ihr natürlich immer ein, wenn möglich, festes Stativ mit dabei haben, also ein schweres Stativ, damit eure Kamera sicher und ruhig steht. Also wenn ihr das nächste Mal spazieren geht oder in den Garten rausgeht, auf den Balkon, packt doch direkt euer Stativ ein und schaut mal nach, ob Sterne zu sehen sind. Was müsst ihr sonst noch an eure Kamera einstellen? Ich habe die Kamera im manuellen Modus eingestellt. Ich fotografiere ganz gerne mit meinem Olympus 12 mm 2,0, das ich auch dann ganz offenblendig benutze. Und die Belichtungszeit, da muss man so ein bisschen rumexperimentieren. Die Belichtungszeit muss lange genug sein, aber immer noch so kurz, damit sich die Sterne am Himmel nicht bewegen. Zur Orientierung habe ich mit einem Wert zwischen 15 und 20 Sekunden gearbeitet. Das solltet ihr aber unbedingt nochmal ausprobieren. Die ISO passt hier entsprechend diesen Werten an. Bei meinen Bildern, die ihr nachher zu sehen bekommt, waren wir ungefähr bei ISO 2000. Aber auch das kann je nach Ort und Location ein bisschen variieren. Dort müsst ihr etwas ausprobieren. Das Schwierigste beim Fotografieren des Sternenhimmels ist aber oft das genaue Scharfstellen. Viele Kameras tun sich sehr, sehr schwer, die kleinen Sterne genau scharf zu stellen. Einige Fotografen helfen sich damit, indem sie mit dem Autofokus vorfokussieren, die Kameras auf den manuellen Fokus umschalten, um dann nochmal per Hand genau auf die Sterne scharf zu stellen. Aber auch hier hat Olympus Abhilfe geschaffen, denn es gibt bei der Olympus EM1 MK3 den sogenannten Starry Sky Autofokus. Dieser Autofokus hilft euch ganz besonders, bei den Sternen zu fokussieren, sehr genau auf diese Sterne zu fokussieren. Und wie das einzustellen ist, zeige ich euch jetzt einmal genau, indem wir alle Einstellungen am Menü durchgehen. Um den Starry Sky Modus an eurer Kamera zu benutzen, müsst ihr ein paar kleine Einstellungen an eurer Kamera vornehmen. Dazu wählt ihr als erstes die Menütaste, geht dort in das Zahnradmenü der Kamera und unter dem Punkt A4 findet ihr direkt als ersten Punkt den Starry Sky Autofokus. Dort habt ihr zwei Möglichkeiten, Einstellungen vorzunehmen. Ihr könnt einmal die Option Geschwindigkeit und einmal die Option Genauigkeit wählen. Die Option Geschwindigkeit empfehle ich euch dann, wenn ihr das Ganze aus der Hand ohne Stativ fotografieren wollt. Da wir aber das Ganze mit Stativ fotografieren, da es immer zu besseren Bildergebnissen führt, empfehle ich euch dort, die Option Genauigkeit auszuwählen. Um den Sternenhimmel nachts draußen zu fotografieren, habe ich mir im Vorfeld ein größeres Autofokusfeld ausgewählt. In diesem Fall ein 3x3 großes Autofokusfeld, das könnt ihr aber nach Belieben anpassen. Einfach deswegen, dass der Autofokus einen größeren Bereich hat, in dem er seine Sterne finden kann. Danach drückt ihr die OK-Taste, um in das Super Control Panel zu gelangen und ihr könnt im Menüpunkt AF-Modus, der hier schon gelb markiert ist, mit OK bestätigen und ihr seht am unteren Bildrand alle Auswahlmöglichkeiten, die euch zur Verfügung stehen. Ganz rechts findet ihr den Punkt Sternenhimmel Autofokus. Diesen bestätigt ihr einmal mit OK und ihr seht am linken Bildrand, dass dieser Autofokus-Modus aktiv ist. Um jetzt euren Sternenhimmel Autofokus beim Fotografieren zu benutzen, müsst ihr, wenn die Kamera auf dem Stativ steht, rechts neben dem Sucher die AEL-Taste bestätigen und dann seht ihr am oberen Bildschirmrand Sternenhimmel AF aktiv. Das Einzige, was ihr jetzt noch tun müsst, ist eure Autofokus-Taste halb durchdrücken, so lange bis der Rand der Autofokusfelder und oben rechts im Menüpunkt der grüne Punkt gelb leuchtet. Danach hat die Kamera auf den Sternenhimmel fokussiert und ihr könnt euren Auslöser ganz durchdrücken zum Fotografieren. Das waren eigentlich auch schon alle Einstellungen, die ihr vornehmen müsst, um in den Sternenhimmel Autofokus zu arbeiten. Probiert das Ganze doch mal bei einem Abendspaziergang oder von eurem Balkon oder von eurer Terrasse aus. Ich bin gespannt, was ihr für Sternbilder fotografiert und freue mich darauf, Ergebnisse zu sehen. Viel Spaß damit, wünscht euer Thomas Adorf.